Markus Hemmer ist begeisterter Biker. So verbringt er auch im Winter viel Zeit mit seinem Hobby. Hemmer ist Präsident des christlichen Motorradclubs Ambassadors for Jesus Christ. Äußerlich unterscheidet er sich kaum von den zahlreichen anderen Motorradfreunden. Was ihn auszeichnet, ist seine Vision. Durch seine Leidenschaft, das Motorradfahren, möchte er Gottes Frieden in die Welt bringen. Mich hat zum Beispiel einer mal gefragt, auf welche Party gehst du? Dann habe ich ihn gefragt, wieso will ich das wissen, auf welche Party ich gehe? Da, wo du hingehst, da ist Frieden. Und das ist ja genau das, was Jesus gesagt hat. Wir sind Friedensbringer. Wir bringen Frieden in Situationen, in Häusern, in Begebenheiten, der nicht von dieser Welt ist. Wo die Leute wirklich sehen, da ist was anderes. Der 1. Mai. Ein Tag, der oft für konfliktgeladene Szenen durch politische Ausschreitungen sorgt. Schönere Bilder liefern jedes Jahr Motorradfreunde aus Süddeutschland. An einer Tankstelle in Nürnberg versammelt sich alles, was in der Biker-Szene Rang und Namen hat. Das Wetter ist natürlich genial heute, dann sind natürlich noch mehr Biker da. Wunderschöne Mopeds zum Sehen. Unter Bikern ist dies neutrales Gebiet. Man trifft sich hier, um Hallo zu sagen, bevor es zwischen 12 und 13 Uhr weitergeht, um den Rest des Tages auf dem Motorrad zu genießen. Wir haben Gottes Liebe kennengelernt. Die Sünde, die Zielverfehlung, die wir gemacht haben in Gottes Augen, dass da uns Gott Gnade anbietet. Das ist der große Unterschied. Er hat uns gesagt, hey, ich habe meinen Sohn für euch sterben lassen am Kreuz. Wenn er es annimmt, seid ihr meine Kinder. Schon am Vortag trafen sich die christlichen Biker, um das 10-jährige Bestehen von Ride On zu feiern. Ride On ist eine Initiative, die im Jahre 2006 gegründet wurde. Einmal im Monat treffen sich deren Mitglieder in einem Biergarten in Nürnberg. Dort möchten sie neben Benzingesprächen auf die zentralen Fragen des Lebens Antworten finden. Mit im Führungsteam ist Thomas Utz. Zusammen mit Markus Hemmer gründete er die Ambassadors for Jesus Christ in Deutschland. Die Idee für Ride On ist ihm an einem 1. Mai gekommen, als er vom Auto aus die Motorradfahrer beobachtete. Und da habe ich so eine Stimme in mir verspürt oder gehört, die dann gesagt hat, Mensch, erinnere dich doch mal an die Zeit, wie es damals war, wie es angefangen hat eigentlich. Und dann habe ich mich daran erinnert, es waren halt dann, wie gesagt, vielleicht 10, 20 Leute oder was, was sie da getroffen haben. Und mit den Jahren ist das dann automatisch immer mehr geworden. So ein Selbstläufer gewesen. Und dann hat die Stimme zu mir gesagt, was denkst du, wie viele Leute das da sind, die mich kennen, also Christen? Dann habe ich gesagt, na okay, vielleicht sind es 50, vielleicht sind es 100 oder so. Und was passiert mit den anderen Menschen hier? Habe ich gesagt, die sind verloren. Und ich habe dann genau gewusst, was eigentlich diese Stimme, ich sage mal, es war Gottes Stimme, er hat in der Bibel gesprochen und er spricht heute genauso noch. Er gibt da Menschen, hat er damals einen Auftrag gegeben und er gibt da heute noch Menschen einen Auftrag, wo ich dann verspürt habe in meinem Herzen, dass einfach Gott hier was tun will. Und dann hat es so angefangen und ich habe auch gesagt, okay Gott, ich mache das gerne, aber du musst mir helfen, du musst mir Leute zur Verfügung stellen, die mich unterstützen, die mir helfen. Und dann ist das Ganze dann entstanden. Schon einige haben hier zu Gott gefunden, die eine traditionelle Kirche nie besucht hätten. Dann hat es mir echt gut gefallen. Die haben hier was von Gott erzählt. Ich habe mir das angehört, habe mir dann meine Gedanken drüber gemacht. Was mir halt unwahrscheinlich gut gefallen hat, es war kein Druck dahinter, kein Zwang. Sie haben mir was angeboten, ich kann es annehmen, aber ich muss es nicht annehmen. Und irgendwann, nach ein paar Jahren war ich so weit, dass ich zu meiner Frau gesagt habe, also man muss dann vorausschicken, ich habe vor über 25 Jahren Herzoperation gehabt, einen Bypass schon, und musste zur Kontrolle. Und habe dann den Bescheid bekommen, dass der Bypass absolut dicht ist, dass da nichts mehr durchgeht. Aber das, was zu war, ist wieder offen. Und das war für mich ein Wunder. Ein absolutes Wunder. Und zu meiner Frau gesagt, das kann bloß Gott gewesen sein, anders geht's nicht. In der Zwischenzeit muss ich sagen, in den letzten 10 Jahren, was uns sehr, sehr freut, nicht bloß, dass Menschen zum Glauben gekommen sind, sondern sie haben Freundschaften untereinander geschlossen. Wenn man ein gewisses Alter hat, ist es oft sehr schwierig, Freundschaften oder auch eine Familie zu finden. Und wir sind dabei, eigentlich das den Leuten auch hier zu geben. Wenn man sich die Bergpredigt zum Beispiel anguckt, dann ist das, was Jesus in der Bergpredigt lehrt. Und
seinen Jüngern mitgibt, einfach das, was eine Brotherhood ausmacht, eine Brüderschaft, wo sich jeder Mopedfahrer danach sehnt, jeder in einem MC oder in einem Club oder einem Motorradfreund oder sonst irgendwas, sehnt sich nach dieser Bruderschaft, nachdem ich kann mich auf meinen anderen wirklich absolut verlassen. Bei Ride On verzichtet man auch auf die übliche Vereinsmeierei. Im Vordergrund steht das unverbindliche Treffen Gleichgesinnter. Zu den Treffen kommen viele Nichtchristen. Mitglieder von weltlichen Clubs kommen eher selten. Man möchte nicht als Weichei gelten. Aber nicht alle Biker haben Angst, ihren Ruf zu verlieren. Wir haben hier eine engere Freundschaft über die Ambassador zu den Ride-On. Und wir sagen alle, wir tragen zwar alle vielleicht hinten Totenköpfe oder irgend sowas, aber wir tragen auch das Kreuz auf unserer Brust. Und das ist eigentlich unsere Zielsetzung. Der Musiker unter ihnen ist Pontus J. Black. Sein wildes Leben hat er hinter sich gelassen. Bereits im Alter von 12 Jahren fing er an, Alkohol zu trinken. Als er 2008 mit zerstörten Organen im Krankenhaus lag, gab es für ihn keine Hoffnung mehr. Bis ihm Jesus begegnete. Mein Herz war gebrochen. Eines Nachts hörte ich eine Stimme, die mich fragte: Wann hast du das letzte Mal deiner Frau und deinen vier wundervollen Kindern gesagt, dass du sie liebst? Ich realisierte, dass ich ihnen das niemals gesagt habe, weil ich nicht wusste, was Liebe ist. Später, als ich Jesus kennenlernte, erfuhr ich, dass er uns Liebe schenkt, die wir auch weitergeben können. Wenn wir die Liebe Gottes nicht haben, dann können wir unsere Mitmenschen nicht wirklich lieben. Ich schrie zu Gott: Ich möchte nicht sterben. Ich möchte ein besserer Vater und Ehemann werden. In dieser Nacht kam Jesus zu mir und sagte mir: Wenn ich vom Krankenhausbett aufstehe, dann soll ich den Menschen von ihm und seinem Leben erzählen. Heilung, Wiederherstellung und Erlösung sind Gottes Angebote für alle Menschen, weil Gott uns alle gleich liebt. Er hat keine Lieblinge. Er liebt dich. Er liebt mich. Er liebt uns alle in gleichem Maße. Seine Liebe ist so groß, dass wir sie mit unserem Verstand nicht begreifen können. Für Biker ist es neben Weihnachten und Ostern der wichtigste Kirchenbesuch im Jahr. Der Motorradgottesdienst. Üblicherweise wird er vor Saisonstart angeboten und von christlichen Motorradfreunden mitgestaltet. Einer von ihnen ist Dietmar Hansmeier, der mithilft, die Freie Christengemeinde in Bad Hersfeld für einen Gottesdienst der besonderen Art vorzubereiten. Der Unterschied ist natürlich, dass wir in Kutten kommen und unser Slogan ist auch Riding for the Sun. Das heißt, wir fahren für den Sohn, für Jesus Christus. Und das ist das, was uns auch wichtig ist, bei diesen Motorradfahrergottesdiensten den Segen einfach abzuholen. Wir wissen, dass es gefährlich ist, Motorrad zu fahren, aber wir glauben auch, dass nichts an Gottes Thron vorbeigeht. Und wenn irgendetwas passieren sollte, die Bibel sagt, alles dient uns mit zum Besten. Er ist Mitglied bei CMA, Christian Motorcyclists Association e.V., zu Deutsch Vereinigung christlicher Motorradfahrer. Der Club wurde 1975 in den USA gegründet und ist mittlerweile in mehr als 31 Ländern tätig. Dem Gründer, Herb Shreve, der seinerzeit auch Motorrad fuhr, war es wichtig, in seinen Gebeten zu Jesus Christus besonders für Biker einzustehen. Außerdem begann er, den Bikern davon zu erzählen, wie wichtig Jesus für ihr Leben ist und wie wichtig Jesus ihnen werden will. Pastor Ralf Habener fällt es leicht, auf die besonderen Bedürfnisse der Biker einzugehen. Denn auch wenn er keinem Club angehört, so ist er doch selbst seit Jahren ein leidenschaftlicher Motorradfahrer. Jeder Motorradfahrer weiß, dass Motorradfahren gefährlich ist. Jeder Motorradfahrer kennt andere Motorradfahrer, die verunglückt sind, entweder einen Unfall hatten oder sogar tödlich verunglückt sind.
Und deswegen sind Motorradfahrer bei einem Gottesdienst besonders ansprechbar und wünschen sich auch den Segen Gottes, weil sie wissen, ich habe selber nicht in der Hand beim Fahren, ob mir etwas geschieht. Und deswegen ist der Wunsch nach dem Segen Gottes da sehr, sehr groß. Und das geben wir gerne und ich glaube halt auch, dass Gott gerne bewahrt und gerne segnet für jeden, der ihn darum bittet. Die Mitglieder sind überkonfessionell. Das heißt, sie kommen aus den unterschiedlichsten Kirchengemeinden. Wie in weltlichen Clubs tragen sie eine Kutte und Abzeichen. Das Verbindende ist allerdings die persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Von seiner Liebe und Gnade tanken sie jeden Tag neue Kraft. Im Gottesdienst wird die Vergebung mit einem kleinen Ritual demonstriert. Die Biker schreiben ihre Sünden auf einen Zettel und werfen sie in eine Tonne. Der Inhalt wird demonstrativ verbrannt. Kann's gehen und kann's fahren, lebe im Segen Gottes, in der Kraft des Heiligen Geistes und in seinen. Eine gemeinsame Ausfahrt mit den Motorrädern darf natürlich nicht fehlen. Neben dem gemeinsamen Glauben verbindet die Motorradfreunde natürlich vor allem ihr liebstes Hobby. Mit zwei Rädern über den Asphalt zu fahren. Im unterfränkischen Geiselwind findet jährlich Deutschlands größtes Biker-Festival seiner Art statt. Das Bike and Music Weekend bietet an 4 Tagen Rockmusik, Stunt- und Drift-Shows, Camping und vieles mehr, was das Biker-Herz begehrt. Hier treffen wir auch Dietmar Hansmeier wieder. An einem Stand klärt er über die Arbeit des CMA e.V. auf und versucht, mit Bikern über den christlichen Glauben ins Gespräch zu kommen. Nicht selten haben seine Gesprächspartner gerade in Bezug auf den Glauben viel Negatives erlebt. In erster Linie wird Hansmeier mit der Frage konfrontiert, warum lässt Gott all das Leid zu? Dies führt häufig zu langen Gesprächen, die über den Stand hinausgehen. Wir haben Kontakt mit einem Menschen gehabt, dessen Familie komplett zerrüttet war, dessen Leben einfach auf dem Kopf stand und der sich in einem MC befand. Und dem hat er geholfen, da neue Arbeitsstelle zu bekommen, auch geholfen, seine familiäre Situation wieder auf einen guten Weg zu bringen. Mitveranstalter des Wochenendes ist die christliche Unternehmerfamilie Strohhofer. Sie betreibt auf dem Gelände sogar eine Autobahnkirche. Manuela Strohhofer leitet den Wortgottesdienst. Sie arbeitet speziell für die Veranstaltung mit den christlichen Bikern zusammen. Man trifft sich ein paar Mal im Jahr, um die Botschaft und die musikalische Gestaltung des Gottesdienstes zu planen. Und es ist auch unsere große Intention, unser Auftrag, den wir mit dieser Kirche hier verspüren, nämlich mitten rein, da wo viele Menschen sind, Gottes Wort und seine Botschaft anzubieten. Ich glaube, wir können heutzutage nicht mehr unbedingt darauf warten, dass die Menschen zu uns in die Kirchen kommen. Wir müssen mit der besten Botschaft der Welt hinausgehen, da wo viele Menschen sind. Und das möglichst an fast jedem Festival hier auch bei uns am Platz. Was für ein Morgen. Traditionell findet im Rahmen des Bike and Music Weekend am Sonntag ein ökumenischer Biker-Gottesdienst statt. Die Motorradclubs CMA e.V., Ambassadors for Jesus Christ und das Ride-On-Team wirken bei diesem Gottesdienst mit. Erinnere mich daran, dass ich in deiner Hand bin. Du bist die Power meines Lebens. Du gibst mir Speed für den Weg, der vor mir liegt. Du hast ein Ziel für mich. Der evangelische Pfarrer und Liedermacher Johannes Matthias Roth sorgt mit seiner Band für die musikalische Begleitung. Man trifft ihn häufig bei Veranstaltungen der Autobahnkirche. Licht auf unserem Weg in Geiselwind. Gottesdienst feiern und dann viele schwarze Lederjacken und du denkst dir, wow, das sind harte Typen. Ich glaube, es sind ganz besondere Menschen, die einfach ihre Freiheit auf Motorrad erleben, wenn sie mit anderen zusammen feiern. Und dann aber auch auf Gottes Wort in besonderer Weise hören. Ich denke, solche Open-Air-Biker-Gottesdienste sind ganz besondere Momente. In meinem Leben, aber auch im Leben der Biker. Die Predigt hält Thomas Utz von den Ambassadors und Ride On. Er verpackt die christliche Botschaft in eine leicht verständliche Sprache.
Dabei erzählt er viel von seinem eigenen Leben, wie er schon als Jugendlicher auf der Sinnsuche war und seinen persönlichen Frieden erst in Jesus Christus gefunden hat. Mein Vater hat zum Beispiel einen ganz großen Fehler bei mir gemacht. Er hat gesagt, da war ich 16 oder 17, sagt der Junge, hat er gesagt, jetzt bist du ein Mann, jetzt kannst du deine Entscheidungen selber treffen. Dein Leben liegt vor dir. Ich hätte ein paar drum Schellen braucht, aber nicht diesen Spruch, weil ich habe dann wirklich gemacht, was ich wollte. Also wir haben eigentlich positive Erfahrungen. Die Leute, die was hören wollen, die sitzen ja eh vor der Bühne. Aber das Schöne dabei ist einfach das, also es ringsrum, also es ist ja zu der Zeit, ist ja dann die Frühstückszeit. Leute kommen aus ihren Zelten gerochen oder vom Hotelzimmer und genießen halt einfach den Vormittag. Haben vielleicht noch einen dicken Kopf vom Vortag, vom Alkohol oder von der Musik. Und die hören das natürlich dann auch mit, auch wenn sie nicht direkt vor der Bühne dann sitzen. Was dann im Endeffekt bei jedem Einzelnen dadurch entsteht, da haben wir keinen Einfluss drauf. Und ich muss sagen, das überlassen wir einfach Gott, was er da tun will und machen wird. Auch wenn die Jesus-begeisterten Biker vorrangig auf dem Festival sind, um den christlichen Missionsauftrag zu erfüllen, nutzen sie natürlich auch die Gelegenheit, sich das vielfältige Rahmenprogramm selbst anzuschauen. Die Bikes, American Cars und verschiedenen Shows gehören für sie zu den Höhepunkten. Solange sie sich noch auf Erden befinden, wird das Leben auf zwei Rädern wohl eine ihrer Lieblingsbeschäftigungen bleiben. Oh,